Was es mit dem Vlogger-Kit auf sich hat, erfährst du gerade nachher im Video. Fotozubehör. Fotirastli! Hallo miteinander. In diesem Video geht es ums Boya BY VG350. Das ist das Ultimate Smartphone Video Kit. Boya hat gesehen, dass wir ein Set anbieten, das so ähnlich aufgebaut ist. Und dann haben sie gefunden, ah, wir machen auch so ein Set. Ja, okay. Wir testen jetzt mal, ob das wirklich so gut ist. Das sind die Bestandteile von dem ganzen Set. Wir haben hier einerseits ein Stativ, wir haben eine Verlängerung, wir haben ein Licht mit eingebautem Akku, wir haben ein Kugelköpfchen, wir haben einen Halter für das Smartphone und wir haben das Mikrofon mit einem Deadcat gegen den Wind plus halt noch das Anschlusskabel. Beim Stativ ist es so, das ist so ein handliches Stativ, das ihr in der Hand haben könnt. Und ihr könnt hier über so einen Drehring könnt ihr verstellen, wie weit dass die Beine schlussendlich ausgefahren sind. Wenn ihr das hier zumacht, dann könnt ihr es einfach wenig weit auffahren und es steht weiter oben. Wir haben immer die Erfahrung gemacht, dass je breiter quasi unten der Radius ist, desto besser. Dann gibt es hier eine Verlängerung, die ihr draufschrauben könnt. Die kann man auch aufmachen. Und wenn nachher dann etwas drauf ist, kann man es wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser rausziehen. Dann kann man das Kugelköpfchen drauf machen. So. Und das ist so die maximale Höhe, wo ihr es ausziehen könnt. Also eigentlich relativ eine gute Geschichte. Der Kugelkopf ist so, dass man ihn kann ablegen kann oder halt positionieren, wie man es gerne hätte. In die Smartphone-Halterung, das ist ein Samsung, könnt ihr das bequem einklemmen. Ihr müsst nichts anziehen. Es tut sich selber klemmen und hat von dem her hebt sehr, sehr, sehr gut. Also vorher ist der Kugelkopf nicht richtig angezogen oder gut montiert. Und ihr seht, also funktioniert tipptopp. Kabel, die da dabei ist, habt ihr ein Kabel, das ihr beim Telefon könnt einstecken könnt. Es ist auch angezeichnet, welchen Teil als Smartphone und welchen als Mikrofon kommt. Von der Übertragung her sind es TRRS-Kabelübergänge und die werden ganz einfach connected. Ihr habt beim Mikrofon haben wir noch die Möglichkeit, den Kopfhörer anzuschliessen, damit ihr kontrollieren könnt, wie der Ton ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel jemanden interviewen oder filmen, nicht, dass ihr nachher irgendwie stundenlang gefilmt habt und am Schluss habt ihr keinen Ton. Da haben wir noch ein Licht dabei. Das Licht hat einen eingebauten Akku, wird über den USB-Port geladen und auf der einen Seite ist der On-Off-Schalter, auf der anderen Seite haben wir den Schalter für die Helligkeit. Ich lasse jetzt mal auf dem tiefsten Stand und die Montage ist im Prinzip so, dass man die einfach quasi so draufklemmt, da jetzt zum Beispiel, und dann haben wir, wenn man es jetzt hier anschaut, in der Nähe von der Linse habt ihr auch entsprechend noch ein Licht, das euch ein bisschen die Situation aufhellt. Für mich ein gelungenes Set in dieser Art, wie wir es jetzt hier haben.
Was man natürlich ganz ehrlich muss sagen, Mikrofone sind gut, aber Rode ist halt schon noch mal ein Ticken besser. Das ist ein Test, wie gut das Boya-Mikrofon funktioniert am Smartphone. Das ist ein Test mit dem internen Mikrofon vom Smartphone. Also von dem her, für mich etwas, wenn ihr es zwischendrin braucht, ist es okay. Wenn ihr ein bisschen mehr auf Qualität und auf Soundqualität und Klang hört und der Ton für euch ein bisschen wichtiger ist, dann sind ihr mit dem Rode sicher, also mit dem Rode Vlogger-Kit sicher besser bedient. Allerdings ist natürlich da der Preis auch sehr viel oder günstiger und auch spannender, halt, wenn man es nicht so oft braucht. Für mich eine super Kombination, wenn man es ab und zu braucht. Falls ihr Fragen dazu habt, könnt ihr die unten dran posten. Wenn euch das Video geholfen hat und euch etwas gebracht hat, dann würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du unseren Kanal noch nicht gekannt hast, dann abonniere doch abonnieren. Dann kommst du automatisch immer eine Benachrichtigung über, sobald wir ein neues Video wieder freigeben. In dem Sinne, danke für deine Zeit und einen schönen Tag. Tschüss!